Hallo ihr Lieben, schön, dass ihr auf meinen Kanal gefunden habt. Ich habe heute für euch wieder ein neues Video und im heutigen Video geht es um die Napalm-Morde. Im Oktober 2004 lebten in Calistoga in Napa County, Kalifornien, drei junge Frauen in einer WG. Adrienne and Sonia, Leslie Mazzara und Lauren Mienza. Adrienne, Michelle und Sonia wurde am 30. Dezember 1977 geboren, als die Tochter von Arlene Allen und Tony and Sonia. Adrienne hatte auch noch drei Geschwister, Lexi, Allison und Michael, und sie ist eigentlich in Calistoga groß geworden. Sie ist auch hier zu Calistoga High School gegangen und hat dort dann 1996 ihren Abschluss gemacht. Später ging Adrienne dann an die California Polytechnic State University und machte dort 2001 ihren Bachelorabschluss. Nach ihrem Abschluss ist Adrienne dann nach Napa gegangen und hat dort einen Job angenommen als Technikerin beim Napa Sanitation District. Sie war außerdem Mitglied der Society for Civil Engineers. Bei der Society for Civil Engineers hat sie dann bei verschiedenen Projekten mitgeholfen und auch bei Wettbewerben teilgenommen. Sie war in Napa außerdem aktiv in einem Volleyball- und in einem Softball-Team. Allgemein war Adrienne sehr sportlich. Sie hatte eine große Vorliebe für Sport. Das war schon damals in der Highschool so. Da war sie in verschiedenen Teams, hat sich dann durchgezogen über ihr Studium an der Universität und wie gesagt, dann später in Napa war sie auch noch sehr sportlich aktiv. Sie war außerdem früher schon bei den Pfadfindern gewesen und hat dann später auch die Leitung eines Pfadfinderteams übernommen und hat sich allgemein sehr viel ehrenamtlich engagiert in ihrer Gemeinde. Freunde und Verwandte von Adrienne beschreiben sie als sehr zuverlässig und unglaublich fürsorglich und liebevoll. 1994, mit gerade mal 16 Jahren, wäre Adrienne beinahe bei einem Autounfall ums Leben gekommen. Ihr Wagen hatte sich dreimal überschlagen, die Fenster waren heruntergerollt worden und dadurch war es erst möglich, dass Adrienne sich den Kopf schwer am Bordstein aufschlug. Sie hatte schwere Verletzungen. Die Ärzte sagten, es war ein Wunder, dass sie das Ganze überhaupt überlebt hatte. Sie hatte nach dem Unfall einige Schwierigkeiten zu lesen und sie hatte wohl auch kurzfristige Erinnerungslücken, hatte also schon manchmal einige Einschränkungen und Probleme, aber das Ganze hat sie nicht davon abgehalten, weiter für ihr Leben und für ihren Traum zu kämpfen, dann später zu studieren. Und sie hat es geschafft und hat sogar noch ein Stipendium bekommen. Kurz nachdem Adrienne angefangen hatte, für die Stadt von Napa als Technikerin zu arbeiten, hat sie dann einen jungen Mann mit dem Namen Christian Lee kennengelernt. Die beiden haben wohl recht schnell eine Beziehung miteinander begonnen, aber es war wohl etwas schwierig. Es gab viel Auf und Ab, hauptsächlich wohl deswegen, weil Adrienne sich nach einer Weile wünschte, dass die Beziehung ein bisschen ernster werden könnte, dass man so ein bisschen mehr in die Zukunft planen könnte, aber Christian war wohl noch nicht so weit. Leslie Ann Mazzara wurde am 1. August 1978 als die Tochter von Kathy Harrington und Lenny Mazzara in Orlando in Orange County, Florida geboren. Kathy hatte schon aus erster Ehe zwei Söhne und sie und Lenny hatten wohl direkt nach Leslies Geburt eine große Krise. Sie haben wohl das Ganze versucht, durch Paartherapie wieder hinzukriegen, aber sind gescheitert und Lenny hat die Familie schließlich verlassen. Leslie hatte jahrelang überhaupt keinen Kontakt zu ihrem Vater. Sie wusste seinen Namen, aber sie hatte ihn nie wirklich getroffen, bis viele, viele Jahre später. Leslie hat tatsächlich erst mit 20 Jahren erfahren, wer ihr Vater wirklich war. Sie kannte seinen Namen schon vorher, aber erst mit 20 erfuhr sie, dass ihr Vater im Gefängnis saß. Für Mord. Er hatte ein Urteil von lebenslang bekommen. Lenny war damals nach Jacksonville gegangen, nachdem die Beziehung zwischen ihm und Kathy nicht wirklich funktioniert hatte. Er ist dann recht schnell in Drogengeschäfte abgerutscht und da gab es dann eben einige Probleme, Leute, die Geld geschuldet haben für Drogen. Und daraufhin hat sein Boss ihn dann beauftragt, zwei Auftragsmörder zu kontaktieren, die dann jemanden umbringen sollten. Am Ende haben tatsächlich zwei Personen ihr Leben verloren aufgrund dieses Auftrags. Und Lenny sowie auch die anderen Männer wurden dann für diesen Mord verurteilt. Lenny hat bis heute daran festgehalten, dass er es nicht gewesen ist, dass er damit nichts zu tun hatte und versucht wohl aus dem Gefängnis heraus auch immer so ein bisschen sich für die anderen Insassen einzusetzen. Leslie hatte 2004 ihren Bachelorabschluss im Fach Philosophie gemacht von der University of Georgia
Und sie ist dann nach Napa gezogen, um ihrer Mutter Kathy ein bisschen näher zu sein. Die hat nämlich zu diesem Zeitpunkt gerade ein Seminar dort besucht. Außerdem wollte Leslie gerne mal so ein bisschen was Neues. Sie hatte sich gerade vor kurzem erst von ihrem Freund getrennt. Und für sie schien es einfach so, als hätte sie in Napa mehr Möglichkeiten, ihr Leben so auszubauen. Als Leslie klein war, wollte sie immer unbedingt Anwältin, Krankenschwester oder Lehrerin werden. Und auf jeden Fall später eine Familie gründen und Kinder bekommen. Sie soll unglaublich fröhlich gewesen sein, unglaublich extrovertiert und eine sehr einnehmende Persönlichkeit. Sie hat unglaublich viel gelächelt und gelacht und hatte wohl einen tollen Humor. Wirklich, alle Freunde von Leslie haben gesagt, wenn sie den Raum betreten hat, dann hat einfach jeder direkt hingeguckt. Jeder wollte direkt irgendwie Kontakt mit ihr haben. Sie war einfach so eine Art von Mensch, die der so eine sehr einnehmende Persönlichkeit hatte. Leslie war auch eine sehr hübsche junge Frau. Sie hatte in ihrer Heimatstadt schon einen Titel von einer Misswahl bekommen. Sie war Miss Williamston. Und sie und ihre Familie haben wohl immer so ein bisschen Spaß gemacht darüber, dass wenn sie dann nach Kalifornien gehen würde, dass sie dann vielleicht entdeckt werden würde und Schauspielerin werden würde. Aber eigentlich war das nie so wirklich ihre Ambition. Das war einfach nur so ein Spaß. Mithilfe von ihrem Titel aus dieser Misswahl hat sich Leslie dann aber auch direkt ehrenamtlich engagiert. Sie hat direkt Geld gesammelt für das Calvary Home for Children, in dem man sich um misshandelte Kinder kümmert. Nach dem Sommer 2004 hat sich Kathy dann dazu entschieden, nach Michigan zu ziehen, aber Leslie wollte gerne in Napa bleiben. Sie fand es schön dort, hatte sich total in die Gegend verliebt und sie hatte auch schon einen Job, in dem sie sehr aufging. Sie arbeitete als Verkaufshilfe in der Niebaum Coppola Estate Winery in der Nähe von Rutherford, also auf einem Weingut. Dieses gehörte dem Regisseur Francis Ford Coppola, das war sein Anwesen und da kam dann wieder so der Witz auf, dass sie ja vielleicht entdeckt werden könnte von ihm und immer wenn ihre Freundinnen so gefragt haben, wie läuft der Job, hat sie gesagt, ja, er hat mich noch nicht entdeckt, aber bald. Sie ist da wohl wirklich sehr aufgegangen, einfach weil sie so viel Kontakt mit Menschen hatte und das war einfach so ihr Talent. Sie hat Menschen eben sehr für sich begeistern können und sie hat dann wohl auch geplant, obwohl das Ganze eigentlich erst als ein Sommerjob, ein Aushilfsjob angefangen hat, dass sie da dann auch wirklich Karriere machen wollte. Im Juni 2004 hatte Leslie dann dort auch eine feste Wohnung gefunden. Sie hatte ein Zimmer in dem Haus in der Dorset Street, wo auch schon Adrienne und Lauren zusammenlebten. Lauren war eine gute Freundin von Adrienne. Sie hatten sich eben dazu entschieden, in dieses Haus zu ziehen zusammen. Adrienne fand wohl die Gegend sowieso toll und wollte da schon immer hin. Hatte sich schon richtig lange darauf gefreut, dorthin zu ziehen in das Haus. Und dann ist es aber mit der Miete wohl recht knapp geworden, deswegen haben sie sich dann dazu entschieden, Leslie auch noch zu fragen, ob sie mit einziehen wollte. Wie genau sie Leslie kennengelernt haben, das konnte ich nicht herausfinden, aber alle ihre Freunde sagen, dass Leslie sehr schnell Freunde auch gefunden hat an ihrem neuen Wohnort und vielleicht irgendwie über Bekannte oder so hat sie mitbekommen, dass dort ein Zimmer frei wurde. Die drei jungen Frauen waren bei ihren Nachbarn wohl sehr beliebt, weil sie auch zuvorkommend und höflich waren und jetzt auch nicht wirklich super laute Partys oder so geschmissen haben. Am 31. Oktober 2004, an Halloween, haben die drei jungen Frauen einfach nur Zeit zu Hause verbracht, zusammen sich ein bisschen entspannt. Sie hatten natürlich einen ganzen Haufen Süßigkeiten da für die ganzen Nachbarskinder, die immer geklingelt haben und haben das dann auch immer an die verteilt. Und Adrienne ist dann so gegen Abend noch einmal losgefahren zu ihrem Freund Christian. Allerdings ist sie wohl nur bis 22 Uhr geblieben, denn die beiden hatten sich wieder gestritten darüber, dass Adrienne sich eine etwas festere, etwas ernstere Beziehung wünschte und Christian damit so ein bisschen Probleme hatte. Gleichzeitig war es so, dass Adrienne ihm erzählt hatte, dass sie auf einer Party gerade erst vor kurzem einen anderen jungen Mann kennengelernt hatte und das hatte Christian wohl sauer gemacht und eifersüchtig. Und allgemein gab es da Reibereien, deswegen ist Adrienne dann wieder nach Hause gefahren. Die drei haben auch nicht mehr so wirklich lange gemacht an dem Abend und sind dann gegen 23 Uhr alle ins Bett gegangen. Lauren hatte das einzige Zimmer unten im Erdgeschoss und Leslie und Adrienne hatten ihre Schlafzimmer im Obergeschoss. Gegen 2 Uhr morgens wachte Lauren dann plötzlich auf. Sie hörte so etwas, was klang wie zerbrochenes Glas. Und ihre Hündin Chloe begann zu bellen. Sie ist dann aufgestanden und hat sich langsam Richtung Tür geschlichen, raus in den Flur, weil sie lauschen wollte, ob sie irgendetwas hören konnte, was da überhaupt los war. Und mit einem Mal hörte sie einen unglaublich lauten Schrei, ein Kreischen. Daraufhin hat Lauren dann Panik bekommen, denn
Direkt nach dem Schrei fast hörte sie, wie Füße sich auf der Treppe auf dem Weg nach unten machten. Sie ist dann direkt durch die Hintertür hinaus geflohen, raus ins Gebüsch und hat sich dort versteckt. Lauren hörte dann, wie jemand durch ein Küchenfenster im Erdgeschoss sich den Weg nach draußen in den Garten bahnte und dann weglief. Sie hatte solche Angst, dass sie sich nicht einmal traute, hochzugucken. Sie hat sich einfach ganz klein gekauert dort im Gebüsch. Und nachdem sie eine Weile gewartet hatte und sich verhältnismäßig sicher war, dass niemand mehr dort war, ist sie dann zurück ins Haus gegangen, um nachzusehen, wie es ihren Mitbewohnerinnen ging und was überhaupt geschehen war. Aber was sie dort zu sehen bekommen sollte, das würde sie niemals vergessen. Leslie war die Erste, die sie sah. Sie lag in ihrem Zimmer mit dem Gesicht nach unten in einer riesengroßen Pfütze Blut und bewegte sich nicht mehr. Auf Leslie war mehrfach eingestochen worden. Adrienne fand sie dann hinter ihrem Bett. Sie hatte sich zusammengekauert und auch sie blutete stark, allerdings war sie wohl noch am Leben. Lauren rannte dann zum Festnetztelefon und versuchte, die Polizei zu rufen. Allerdings hatte irgendjemand die Verbindung gekappt, sodass ihr das nicht möglich war. Sie hat sich dann ihr Handy geschnappt und ist damit rausgerannt, die Auffahrt lang zu ihrem Auto und hat dann aus dem Auto heraus, während sie wegfuhr, die Polizei kontaktiert, weil sie einfach solche Angst hatte, dass der Täter oder die Täter eventuell noch im Haus sein könnten oder in der Nähe oder dass sie vielleicht für sie zurückkommen würden. Als die Polizei vor Ort ankam, konnten sie nur noch feststellen, dass Leslie bereits verstorben war. Adrienne war immer noch am Leben, als die Polizei dort ankam. Sie haben dann auch versucht, sie so ein bisschen zu stabilisieren, allerdings hat es nicht mehr geklappt, sie hat es nicht geschafft. Sie hatte zu viel Blut verloren und sie ist noch gestorben, bevor man mit ihr das Krankenhaus erreicht hatte. Beide Frauen, das stellte sich später heraus, waren an unzähligen Stichwunden verstorben. Man nahm an, dass Leslie wahrscheinlich attackiert worden war, während sie noch schlief, dass sie den Täter gar nicht hatte kommen sehen, gar nicht gewusst hatte, was mit ihr geschah und deswegen auch nicht wirklich in der Lage gewesen war, sich zu verteidigen. Da ist Adrienne wahrscheinlich Leslie hatte schreien hören und gerade sich auf den Weg gemacht hatte, um zu sehen, was mit Leslie geschehen war, denn sie hatte auch ihre Brille aufgesetzt und dann dem Täter quasi entgegengekommen war, er sie angegriffen hatte und sie sich dann sehr stark gewehrt hatte, denn bei Adrienne konnte man wirklich sehen, anhand von Schnittverletzungen an ihren Händen, dass sie stark gegen den Täter gekämpft hatte. Am Tatort fand man mehrere Blutspuren, unter anderem auch an der Außenwand des Hauses und an den Jalousien, vor allem an dem Küchenfenster. Von dort nahm die Polizei an, war der Einbrecher überhaupt nur ins Haus gekommen. Man fand außerdem 3 Zigarettenstummel vor dem Haus, weswegen die Polizisten davon ausgingen, dass der Täter wahrscheinlich erst einmal geraucht hatte, bevor er ins Haus gegangen war, um die jungen Frauen zu attackieren, denn keine von den dreien rauchte. Lauren konnte bei einer Befragung durch die Polizei keine Angaben dazu machen, wie der Täter aussah, weil sie eben, wie schon gesagt, sich einfach nur geduckt hatte und Angst hatte, hochzuschauen. Für die Ermittler war vor allem das Motiv des Täters ein großes Rätsel, denn es sah wirklich so aus, als wäre er einfach eingebrochen und direkt hoch zu den Schlafzimmern der jungen Frau gegangen. Es war nichts aus dem Haus entwendet worden, aber es sah auch nicht so aus, als hätte er versucht, Leslie oder Adrienne sexuell zu missbrauchen. Es war außerdem ein Rätsel, warum er direkt nach oben gegangen war und die Frauen attackiert hatte, warum er Lauren nichts getan hatte. Die Ermittler gingen dann später davon aus, dass er vielleicht einfach nicht wusste, dass es noch ein drittes Schlafzimmer gab und dass noch eine weitere Frau im Haus war. Aus den Blutspuren in und an dem Haus konnte man dann ein DNA-Profil feststellen, das weder von Adrienne noch von Leslie stammte. Und auch die Zigarettenstummel, die man vor dem Haus gefunden hatte, waren da sehr hilfreich, denn eine von den Expertinnen sagte dann später, dass Zigarettenstummel wirklich eine Unmenge hergeben würden, was DNA angeht. Die Familien der beiden jungen Frauen wurden dann auch direkt kontaktiert. Arlene, Adriennes Mutter, befand sich überhaupt nicht im Lande. Sie war gerade in Australien, als sie die Neuigkeiten bekam. Und sie ist wohl direkt komplett zusammengebrochen. Das kann man sich ja vorstellen. Auch für Leslies Familie war das Ganze ein schwerer Schlag. 2 Wochen nach den Morden hat die beste Freundin von Adrienne, Lily Prudhomme, dann nochmal eine große Gedenkfeier veranlasst, in der dann noch einmal Kerzen angezündet wurden und den beiden gedacht wurde. Lily hat auch auf ihrer Hochzeit dann einige Monate später
extra für Adrian das Lied She Will Be Loved von Maroon 5 spielen lassen, um der Freundin zu gedenken, mit der sie wirklich unglaublich viel Zeit verbracht hat und der sie eigentlich alles erzählen konnte. Adrian hatte nicht viele Freunde, aber die Freunde, die sie hatte, das waren wirklich, wirklich enge Freunde. In der Nachbarschaft hat sich dann auch große Panik breit gemacht. Es sind sogar Leute dann weggezogen, weil sie das Ganze so schwer verarbeiten konnten. In Napa hat es wohl seit 2 oder 4 Jahren, da unterscheiden sich die Quellen so ein bisschen, auf jeden Fall seit mehreren Jahren keinen Mord mehr gegeben. Und einer der Nachbarn sagte dann später gegenüber den Medien, dass das Ganze sich angefühlt hätte, als wäre ein Horrorfilm wahr geworden, weil ja, das wirklich einfach, wenn man das so erzählt, sich anhört wie eine Szene aus Scream oder so. Einfach etwas, was man sich in einem Film anguckt, was aber, wo man nie denken würde, dass es in der Nachbarschaft oder im engeren Umfeld stattfinden würde. Es gab dann auch recht schnell Gerüchte darüber, warum es diesen Mord gegeben hatte. Unter anderem war wohl ein hartnäckiges Gerücht unter den Nachbarn, dass die jungen Frauen heimlich mit Drogengeschäften zu tun gehabt hatten und dass das Ganze ein Auftragsmord gewesen wäre, weil sie jemandem Geld geschuldet hatten. Es gab dann auch Gerüchte rund um Drogengeschäfte und Beziehungen zu der Mafia von Francis Frank Coppola, von Leslies Chef. Und da hieß es dann, dass die jungen Frauen vielleicht einfach nur irgendwie im Weg waren, weil sie irgendetwas mitbekommen hatten. All diese Gerüchte waren allerdings unfundiert und die Ermittler haben sich damit nicht weiter beschäftigt. Sie hatten allerdings auch selbst eine Theorie. Und diese war, dass Leslie wohl ganz klar das Ziel der Attacke gewesen war, denn sie war ja zuerst angegriffen worden und es sah einfach so aus, als wäre Adrian nur aufgesprungen, um ihr zu helfen, wäre irgendwie dazwischen gekommen. Das würde auch erklären, warum der Täter Lauren nichts getan hatte. Das Motiv, so glaubten die Ermittler, war, dass Leslie vielleicht jemandem das Herz gebrochen hatte, dass jemand eine Obsession mit ihr hatte, denn viele von ihren Freunden hatten erzählt, dass Leslie in Napa sehr schnell Anschluss gefunden hatte. Ich habe euch ja schon gesagt, sie war sehr extrovertiert und sie ist wohl auch bei Männern besonders gut angekommen. So gut, dass sie wohl dem einen oder anderen das Herz gebrochen hat, nicht weil sie es drauf angelegt hat, sondern einfach, weil sie wohl so eine einnehmende Persönlichkeit hatte, dass die Leute sich einfach direkt in sie verliebten, dass jeder Zweite, den sie kannte, von ihr gesagt hat, sie war meine beste Freundin, weil einfach jeder mit ihr zu tun haben wollte. So sagt es zum Beispiel ihre Freundin Vanessa Schnur. Leslie war wohl eine junge Frau, die eigentlich an die große Liebe glaubte. Sie glaubte, dass da draußen der eine für sie war, aber sie wollte eben auch nur eine Beziehung, eine langfristige Beziehung mit diesem einen haben. Die Freunde, die sie hatte, waren wohl aber direkt Hals über Kopf verliebt in sie, unter anderem Aaron, der ihr recht schnell einen Antrag gemacht hat, den Leslie aber abgelehnt hat. Ein anderer Freund hat ihr wohl schon nach ein paar Wochen Beziehung ein Auto geschenkt. Also die Männer lagen ihr wohl wirklich zu Füßen und ihre Freundinnen Vanessa und Katie sagen, dass rund um die Zeit der Morde Leslie sich mit 2 verschiedenen Männern traf. Zum einen mit einem etwas älteren Mann und mit einem jüngeren und einer von den beiden, der Ältere, hatte dann wohl auch mitbekommen, dass sie sich noch mit einem anderen traf, denn Leslie hatte vom jüngeren der beiden Männer Blumen zugeschickt bekommen und daraus ist dann ein Streit entstanden. Der ältere Mann hat zu ihr gesagt, sie solle diese Beziehung abbrechen, den Kontakt abbrechen und nur noch Zeit mit ihm verbringen. Also da gab es wohl einige Konflikte und die Ermittler haben sich das dann natürlich auch genauer angesehen, denn das war natürlich ein starkes Motiv. Die Ermittler sahen sich dann Leslies Computer genauer an und stellten fest, dass sie kurz vor ihrem Tod mehrere E-Mails bekommen hatte von Aaron, von ihrem Ex-Freund, der ihren Antrag gemacht hatte, dass er nochmal versucht hatte, irgendwie mit ihr in Kontakt zu treten, obwohl die beiden schon seit mehreren Jahren getrennt waren. Außerdem hatte sie wohl von einem Ex-Freund eine Kreuzfahrt geschenkt bekommen. Sie hatte dann einen Monat vor ihrem Tod eine Hochzeit besucht und da einen jungen Mann kennengelernt. Bei der Durchforstung von Leslies Telefondaten wurde außerdem festgestellt, dass noch ein anderer Mann versucht hatte, sie zu erreichen. Und zwar an dem Tag, an dem sie ermordet worden war. Es war keiner ihrer Ex-Freunde, es war der Vater von einem ihrer Ex-Freunde. Sie hatte wohl schon damals, als sie eine Beziehung mit dem jungen Mann gehabt hatte, ihren Freunden immer erzählt, dass sie so ein komisches Gefühl gehabt hätte mit dem Vater. Und er hatte tatsächlich am 31. Oktober 2004 mehrfach versucht, sie telefonisch zu erreichen. Es gab dann einige Theorien dazu, dass er vielleicht eine Obsession gehabt hätte mit Leslie. Da haben auch ihre Freundinnen gesagt, dass er sich einfach nur seltsam verhalten hat ihr gegenüber. Aber dieser Mann wurde dann befragt, auch sein Sohn, Leslies Ex-Freund,
wurde befragt, auch all die anderen Männer, mit denen sie Kontakt gehabt hatte. Und von all diesen Männern wurden auch DNA-Proben genommen, aber keine von ihnen stimmte überein mit der DNA vom Tatort. Für Leslies Mutter Kathy waren diese ganzen Theorien und die ganzen Gerüchte rund um ihre Tochter Leslie sehr, sehr schwer zu ertragen. Sie sagte, es wäre unglaublich frustrierend für sie, weil sie das Gefühl hatte, dass der Ruf von ihrer Tochter so ein bisschen in den Dreck gezogen wurde dadurch, dass Leslie eigentlich immer im Guten auseinandergegangen war mit ihren Ex-Freunden, dass es nicht so gewesen wäre, als hätte die Hälfte von ihnen einen furchtbaren Hass auf sie gehabt, und für sie war es eben unglaublich schwierig, dass das immer wieder so aufgewärmt wurde und so dargestellt wurde und allein dieses Gefühl zu haben, dass Leslie der Fokus der Attacke gewesen war, dass es Leslies Schuld quasi gewesen war, dass jemand dort eingebrochen war. Auch Christian, Adrians Freund, wurde befragt und auch von ihm wurde DNA genommen, aber auch seine DNA passte nicht zusammen mit der vom Tatort. Über die nächsten 11 Monate haben die Ermittler wirklich versucht, alles zu geben. Sie haben unglaublich viele Leute befragt, insgesamt an die 1300 verschiedene Leute. Sie haben 218 DNA-Proben genommen und sie abgeglichen mit der DNA vom Tatort. Aber nichts passte und langsam machte sich auch Frustration breit, weswegen man sich dann seitens der Polizei dazu entschieden hat, einige Informationen, die sie hatten zu dem Täter, an die Öffentlichkeit zu bringen, mit der Hoffnung, dass vielleicht jemand etwas gesehen oder gehört hatte oder festgestellt hatte, dass ein bekannter Verwandter sich irgendwie seltsam benommen hatte. Am 22. September 2015 gab es dann eine Pressemitteilung durch die Ermittler, wo sie noch einmal über den Fall sprachen und sagten, dass sie die DNA aus den Blutspuren vom Tatort abgeglichen hatten mit der DNA von den Zigarettenstummeln vor dem Haus und dass die beiden DNA-Profile miteinander übereinstimmen würden. Das heißt, es handelte sich augenscheinlich nur um einen Täter. Sie sagten, der DNA konnten sie entnehmen, dass der Täter weiß war und wahrscheinlich blond und wohl grüne Augen hatte. Sie sagten außerdem, dass die Zigarettenmarke der Zigarettenstummel, die sie gefunden hatten, Camel Turkish Gold sei. Und das war wohl eine sehr interessante Information, denn diese Marke war wohl noch nicht besonders lange auf dem Markt. Es gab in der Gegend nicht viele Läden und Kioske, die diese Marke anboten. Und das sollte eben dazu führen, dass Leute vielleicht den Täter besser erkennen konnten anhand der Zigaretten, die er normalerweise rauchte. Es wurde dann außerdem durch eine Bürgerinitiative aus Napa eine Belohnung von $100.000 ausgesetzt für denjenigen, der einen entscheidenden Hinweis in dem Fall geben konnte. Nur 5 Tage nach dieser Pressemitteilung am 27. September 2005 betrat ein Mann die Polizeistation, um sich schuldig zu bekennen für den Mord an Adrienne und an Leslie. Sein Name war Eric Koppel und er war der Ehemann von Lily Prudhomme. Der Ehemann von Adriennes bester Freundin. Begleitet wurde er unter anderem von Lily selbst, aber auch von verschiedenen Familienangehörigen. Er hatte wohl wenige Tage zuvor an seine Eltern jeweils einen Brief geschickt, einen Abschiedsbrief. Er hatte geplant, sich das Leben zu nehmen und hatte den beiden geschrieben, dass er es getan hatte, dass er dem Staat nicht die Genugtuung geben wollte, ihn dafür zu töten, dass er aber wusste, dass die Konsequenz für seine Tat war, dass er sterben musste, weil es einfach Gerechtigkeit war in seinen Augen und er wollte das selbst tun, er wollte sich selbst umbringen. Daraufhin haben sie dann wohl intensiv mit ihm gesprochen und konnten ihn dazu überreden, dann zur Polizei zu gehen und sich zu stellen. Lily und Adrian kannten sich von der Arbeit, sie haben sich dort kennengelernt und haben sich sehr schnell angefreundet, hatten eine sehr, sehr enge Freundschaft, haben sich eigentlich alles erzählt und Lily und Eric waren wohl auch schon mehrfach zu Besuch gewesen in der Dorset Street. Mit ein Grund dafür, dass Eric eine Konsequenz aus seiner Tat schließen wollte, war wohl, dass das seine Zigarettenmarke war, Camel Turkish Gold, das war das, was er eigentlich immer geraucht hat und auch die Beschreibung stimmte grob mit ihm überein und er war wohl der Meinung, dass er wahrscheinlich früher oder später sowieso auffliegen würde und wollte deswegen für sich dem Ganzen ein Ende setzen. Er hat den Polizisten dann gesagt, dass er nicht so wirklich wusste, warum er es getan hatte. Er konnte das Ganze nicht so richtig erklären. Er sagte, er wäre betrunken gewesen, sagte, er hätte dann, als er nach der Tat zu Hause war, seine Sachen verbrannt, aber er hatte wohl immer wieder so Blackouts und konnte sich nicht wirklich an alles so richtig erinnern. Die Polizei hat dann Eric natürlich direkt festgenommen nach seinem Geständnis.
Die Information über seine Festnahme ist dann auch an die Öffentlichkeit gelangt und eigentlich direkt haben die Ermittler einiges an Kritik ernten müssen, denn sie hatten in diesen 11 Monaten vermeintlich intensiver Ermittlungsarbeiten nicht ein einziges Mal mit Eric gesprochen und auch keine DNA-Probe von ihm genommen, obwohl er ja schon zum engeren Kreis von Adrienne gehörte, dadurch, dass er der Ehemann ihrer besten Freundin war, beziehungsweise damals noch ihr Freund und ihr Verlobter. Die Ermittler sagten, sie hätten ihm ein paar Mal wo aufs Band gesprochen und hatten ihn eingeladen, auf die Station zu kommen, damit er befragt werden konnte. Er hat sich allerdings nie gemeldet und man hat sich da wohl auch nicht wirklich dahinter geklemmt. Die Ermittler haben dann später den Medien gegenüber verlauten lassen, dass sie wohl früher oder später sich Eric schon genauer angeschaut hätten. Allerdings kann man die Kritik irgendwo schon verstehen, denn normalerweise ist es ja in solchen Fällen so, dass man sich den engeren Kreis der Mordopfer zunächst genauer anschaut und die genauer unter die Lupe nimmt, also Familienangehörige, Freunde, enge Bekannte, und dass man dann sich immer weiter nach außen vorarbeitet. Die FBI National Statistics von 2015 sagen, dass in diesem Jahr 21% der Täter Bekannte von Mordopfern waren und 3% sogar Personen, die Mordopfer als Freunde bezeichnet hätten. Es wurde dann von Eric auch eine DNA-Probe entnommen und diese wurde abgeglichen mit den Proben vom Tatort und tatsächlich stimmten sie überein. Eric war eindeutig der Mörder und das Ganze war für alle Beteiligten so paradox, denn vor allem Adriennes Mutter kannte ja auch Eric, hatte ihn auch schon kennengelernt und hätte niemals gedacht, dass so etwas sein könnte. Viele Leute haben sich dann gefragt, ob Lily nichts gemerkt hat. Und das Ganze, ja, bekommt so eine furchtbare Ironie dadurch, dass es eine Doku gibt von 48 Hours, die diesen Fall behandelt und wo Lily dann auch noch einmal interviewt wird zu dem Thema. Und sie sagt in dem Interview, es muss doch da draußen irgendjemanden geben, der gemerkt hat, dass mit seinem Bekannten, mit seinem Freund, mit seiner Freundin irgendetwas nicht stimmt. Irgendjemand da draußen muss doch schon so ein Gefühl haben. Ich kann mir nicht vorstellen, dass der Bekannte oder der Freund oder der Ehepartner oder die Mutter, der Vater vom Täter nicht merkt, dass sich da irgendwas geändert hat. Irgendjemand muss doch etwas mitbekommen haben. Und während sie das in dem Interview sagt, sitzt Eric im gleichen Raum. Er ist die ganze Zeit dabei und es gibt unglaublich viele verschiedene Leute, die sie dafür dann natürlich auch angeprangert haben und gesagt haben, wie kann es sein, dass sie nichts mitbekommen hat. Eric hat sich wohl zunächst trotz seines Geständnisses und trotz der DNA-Beweise nicht schuldig bekannt und es sollte dann auch ein Gerichtsverfahren geben. Die Staatsanwaltschaft hat wohl sogar darüber nachgedacht, die Todesstrafe zu fordern. Allerdings gab es dann am Ende einen Deal zwischen der Staatsanwaltschaft und den Anwälten von Eric. Er erklärte sich bereit, sich schuldig zu bekennen und dafür den Rest seines Lebens ohne die Möglichkeit auf Bewährung im Gefängnis zu verbringen. Im Gegenzug nahm die Staatsanwaltschaft eben die Forderung nach der Todesstrafe zurück. Im Zuge des Deals hat Eric außerdem darauf verzichtet, jemals Einspruch einzureichen gegen das Urteil und er hat außerdem sein Recht dazu abgetreten, sich in der Öffentlichkeit jemals zu den Morden zu äußern. Das heißt, er wird nie ein Interview geben können oder ein Buch veröffentlichen können oder irgendwie so etwas zu der Thematik. Bei der Anhörung zur Strafmaßfestsetzung meldete sich Eric auch noch einmal selbst zu Wort. Er sagte, dass ihm das Ganze unglaublich leid täte. Er entschuldigte sich bei den Familien der Opfer und er sagte, dass sein Großvater wohl kurz vorher gestorben war, dass er dadurch in eine Depression gerutscht war und versucht hatte, das Ganze so ein bisschen zu kompensieren mit Alkohol, dass es nicht wirklich geklappt hätte und er immer weiter in ein tiefes Loch gesunken wäre und dass er wirklich darüber nachgedacht hätte und sich eigentlich schon vorgenommen hätte, dass er sich umbringen wolle. Allerdings wäre ihm dann klar geworden, dass es besser sei, sich zu stellen, damit der Fall abgeschlossen werden konnte und die Familien der Opfer, vor allem die beiden Mütter, so ein bisschen abschließen konnten mit der Sache. Auch die Mütter der beiden verstorbenen jungen Frauen durften noch einmal etwas sagen. Aline, Adriennes Mutter, sagte, dass ihre Tochter bei ihrer Beerdigung ein Rollkragenpulli hätte tragen müssen und dass Adrienne eigentlich ihr Leben lang Rollkragenpullis gehasst hätte wie die Pest.
aber dass aufgrund der schweren Verletzungen, die sie davon getragen hatte, es nicht möglich gewesen sei, ihr etwas anderes anzuziehen, weil sie eben einen offenen Sarg hatte. Sie hat außerdem wohl sehr deutlich gemacht, wie wütend sie auf Eric war, wie sehr er sie verletzt hatte, was er ihr genommen hatte und wie groß ihr Schmerz war. Und sie hat außerdem noch einmal aufgezählt, wie viele Wunden er ihrer Tochter zugefügt hatte. Und sie hat beim Zählen wohl jedes Mal dieses Geräusch dazu gemacht, um einfach zu verdeutlichen, wie stark er auf sie eingestochen hatte, was er ihr angetan hatte, um auch nur annähernd deutlich zu machen, was das für eine Tat gewesen war, wie intensiv das Ganze gewesen war, wie brutal. Kathy Harrington, Leslies Mutter, sagte: "For the rest of your life, you and your family will experience what both your victims and loved ones have felt. Terror, desperation, hopelessness, violence. I wish I could tell you that I forgive you. At this time, I cannot. And finally, I pray that never again will any mother's child grow up to be a murderer." Für den Rest deines Lebens werden du und deine Familie die Erfahrung machen, die beide deiner Opfer und ihre Lieben gefühlt haben. Terror, Verzweiflung, Hoffnungslosigkeit und Gewalt. Ich wünschte, ich könnte sagen, dass ich dir vergebe. Aber jetzt gerade kann ich das nicht. Und letztlich bete ich, dass niemals wieder das Kind einer Mutter zu einem Mörder heranwachsen wird. Aline sagte dann nach der Anhörung auch noch einmal gegenüber den Medien, dass das eigentlich das bestmögliche Ende für die ganze Situation sein würde, dass Eric jetzt den Rest seines Lebens im Gefängnis verbringen musste, dafür, was er ihrer Tochter und Leslie angetan hatte. Dass sie nicht den Rest ihres Lebens damit verbringen wolle, darüber nachzudenken, was Eric gerade machte, was er dachte oder fühlte, sondern dass sie mit ihrem Leben weitermachen wolle. Dass sie nicht der Meinung war, dass das Ganze ja wirklich ein Abschluss für die Situation war, aber immerhin eine Lösung. Sie sagte, dass sie einen unglaublichen Verlust erlitten hätte und dass das sie niemals verlassen würde. Auch Lily hat sich in dieser Anhörung noch einmal zu Wort gemeldet. Viele Leute hatten wohl gedacht, dass sie über Adrienne sprechen würde, über ihre beste Freundin, die sie verloren hatte. Tatsächlich sprach sie allerdings in dieser Anhörung eigentlich nur von Eric. Darüber, wie sehr sie Eric liebte, dass nichts irgendetwas daran ändern könnte, dass sie ihn liebte. Dass sie wusste, dass das nicht wirklich er gewesen war, der das getan hatte, dass es wegen seiner Depression gewesen sei. Er selbst hätte sowas nie aus eigenem Antrieb tun wollen. Und die Anwältin von Eric hat sogar später gesagt, dass diese ganze Rede von Lily eigentlich klang wie ein Liebesbrief an ihren Ehemann. Aline und Lily haben wohl dennoch weiterhin Kontakt und Aline hat auch gesagt, dass sie immer so ein bisschen Angst hatte, dass Lily vielleicht denken würde, sie wolle nichts mehr mit ihr zu tun haben durch diese ganze Sache, durch diese furchtbare Tat, die geschehen war. Lily hat sich wohl im Nachhinein dennoch von Eric scheiden lassen. Was letztendlich das Motiv für die Morde war, das hat Eric nie so wirklich verlauten lassen. Die gängige Theorie ist jedoch, dass er Adrienne dafür verantwortlich gemacht hat, dass seine Beziehung zu Lily so ein bisschen gekippt war 2004. Eigentlich hatten die beiden am 1. November 2004 heiraten wollen, also einen Tag nach der Tat. Aber Lily hatte dann wohl relativ kurzfristig die Hochzeit abgesagt und hatte wohl so ein bisschen Abstand von ihm nehmen wollen. Am 31. Oktober 2004, am Abend der Tat, waren Lily und Eric wohl beide auf einer Halloween-Party gewesen, allerdings unabhängig voneinander. Lily schlief wohl auch nicht in der gemeinsamen Wohnung zu der Zeit. Und Eric hatte sie an diesem Abend nochmal konfrontiert, hatte sie gefragt, wie sie sich das jetzt alles vorstellen würde. Lily hatte ihm gesagt, er solle sie in Ruhe lassen und daraufhin war er dann nach Hause gegangen und hatte sich betrunken. Danach war er dann zu dem Haus gefahren und hatte die beiden Frauen attackiert. Es ist möglich, dass er Adrienne hatte umbringen wollen, um Lily weh zu tun. Es ist aber genauso möglich, dass er Adrienne dafür verantwortlich machte, dass Lily ihn nicht mehr heiraten wollte. Dass er der Meinung war, weil die beiden eben so viel miteinander sprachen, dass Adrienne ihr da so ein bisschen reingeredet hatte und ihr die Hochzeit ausgeredet hatte. Dass Leslie überhaupt involviert war in die ganze Sache, das scheint einfach Zufall gewesen zu sein. Es scheint fast so, als hätte er nicht gewusst, dass drei Frauen in dem Haus waren, denn er hatte Leslie nie
kennengelernt. Er hatte sie nie getroffen. Sie war ja erst im Juni eingezogen. Und es ist möglich, dass er einfach direkt in das erste Schlafzimmer gegangen war. Das war Leslies. Und auf die Frau dort im Bett eingestochen hatte, in dem Glauben, es wäre Adrienne. In dem Buch Nightmare in Napa heißt es dann auch, dass Eric wohl sehr wenig Sicherheit hatte in seinem Leben, in seiner Kindheit vor allem, dass sein Vater Militär war und die Familie deswegen viel hin und her reiste. Er nicht wirklich echte Freunde hatte dadurch und dass Lily eigentlich die erste richtige Konstante in seinem Leben war. Als er sich dann zurückzog, hatte er das Gefühl, ihm wird der ganze Boden unter den Füßen weggerissen. Und möglicherweise machte er Adrienne dafür verantwortlich. Kurz nach Adriennes Tod hatte Lily ihn dann doch geheiratet. Sie hat in einem Interview gesagt, dass sie einfach nach dem Tod ihrer besten Freundin das Gefühl hatte, das Leben ist zu kurz und ich und Eric, wir schleichen schon so lange umeinander herum. Tun wir es einfach. In Gedenken an Leslie hat ihre Familie eine Spendenaktion organisiert, die The Raising Race heißt. Hier wurde noch einmal Geld gesammelt für das Calvary Home for Children, für die gleiche Institution, an die Leslie damals gespendet hatte, nachdem sie die Misswahl gewonnen hatte. Lauren leidet seit diesem Abend im Oktober 2004 an Survivor's Guilt, also an einem schlechten Gewissen dafür, dass sie diese Nacht überlebt hat und ihre Freundinnen nicht. Das muss furchtbar sein. Einfach das Gefühl, dass man nicht hat helfen können. Sie ist dann auch aus Napa weggezogen und ist nach L.A. gegangen. Sie soll selbst gesagt haben, dass sie sich fast sicherer fühlen würde in einer so großen Stadt, in der Kriminalität fast schon normal war. Ich habe euch in diesem Video kein Bild von Lauren eingeblendet. Das liegt daran, dass sie wohl einfach nicht möchte, dass ihr Bild gezeigt wird. In einigen Dokumentationen, die ich gesehen habe, wurde ihr Bild auch nicht gezeigt. Und auch wenn man so nach ihr sucht, findet man eigentlich kaum etwas. Ich finde, da sollte man ihr diese Privatsphäre auch eingestehen, wenn sie das so möchte. Arlene, Adriennes Mutter, hat sich dann wohl später bei Kathy sogar noch entschuldigt und hat gesagt, es tut ihr so unglaublich leid, dass Leslie in die ganze Sache mit reingeraten ist, dass sie quasi Kollateralschaden war in dieser Situation. Kathy hat daraufhin natürlich erwidert, dass das überhaupt nicht ihre Schuld sei und dass sie sich dafür unter gar keinen Umständen schuldig fühlen solle. Beide Frauen leiden bis heute stark unter dem Verlust, den sie erlitten haben. Das war der Napa-Fall, der Tod von Adrienne and Sonia und Leslie Mazzara. Was sagt ihr zu dem Fall? Meint ihr, dass Eric wirklich einfach sauer auf Adrienne war, weil er sie verantwortlich gemacht hat dafür, dass die Hochzeit abgesagt wurde? Denkt ihr, es ist wahrscheinlicher, dass er einfach grundsätzlich auf die Freundschaft eifersüchtig war oder vielleicht auch einfach nur, dass er Lily wehtun wollte, so sehr wie er konnte und dass er wusste, wenn er Adrienne nimmt, dass sie das sehr treffen wird? Wir werden wahrscheinlich nie erfahren, was genau der Grund war, aber es scheint auf jeden Fall sehr naheliegend zu sein, dass es irgendwie damit zusammengehangen hat. Adrienne war eine starke junge Frau. Sie hat hart gekämpft für ihr Leben. 4 Monate vor der Tat hatte sie noch mit Freunden gefeiert, dass sie damals mit 16 den Autounfall überstanden hatte. Sie hat gegen ihren Mörder gekämpft, mit allem, was sie hatte. Und sie hätte es vielleicht sogar schaffen können. Leslie hat Eric nie kennengelernt. Sie wusste überhaupt nicht, wie ihr geschah wahrscheinlich in dieser Nacht. Und obwohl sie nicht der Fokus der Tat war, musste ihre Familie und vor allem ihre Mutter doch sehr viel hinnehmen in den Ermittlungen und auch in der Berichterstattung rund um den Tod der beiden, wo es dann immer wieder um Leslies Privatleben ging. Und ich denke, deswegen kann Kathy auch sehr gut nachvollziehen, wie Arlene sich jetzt fühlt, dass sie ein schlechtes Gewissen hat, denn monatelang hieß es ja, dass Leslie der Fokus der Tat gewesen war. Lasst mich gerne unten in den Kommentaren wissen, was ihr zu diesem Fall meint, was ihr für am wahrscheinlichsten haltet als Motiv in diesem Fall. Es würde mich sehr interessieren, was ihr dazu meint. Wie steht ihr dazu, was Lily gesagt hat? Am Ende hat sie sich dann ja wohl scheiden lassen, aber könntet ihr das? Wärt ihr so stark, dass ihr bei eurem Partner stehen könntet oder würdet ihr einfach direkt den Kontakt abbrechen wollen? Ich habe wirklich den größten Respekt vor allen Frauen, die in diesen Fall involviert waren. Ich muss sagen, was da an Charakterstärke bewiesen wurde, ganz besonders von den beiden Müttern, das ist wirklich beeindruckend. Und ich hoffe von Herzen, dass sie ihr Leben einigermaßen geregelt weiterleben können, dass sie lernen, mit dem Verlust zu leben. Denn wie Arlene ja schon sagt, das ist kein Abschluss mit der Situation, aber es ist eine Lösung. Es ist etwas,
womit sich leben lässt. Ich hoffe, das Video war für euch interessant. Wenn dem so ist, dann würde ich mich freuen, wenn ihr dem einen Daumen nach oben gebt. Wenn ihr möchtet, dann könnt ihr auch gerne den Kanal abonnieren. Dann verpasst ihr keins dieser Videos mehr und ich hoffe sehr, dass wir uns dann alle beim nächsten Mal wiedersehen. Macht's gut, bis dahin. Ciao.